Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Pistenhaus. Und ja, wie ihr eventuell schon seht und hören könnt, bin ich wieder da. Und ja, das liegt daran, dass ich jetzt wieder gesund bin. Und als allererstes, für die, die jetzt sich denken, hä, du warst krank, warum kommen denn jetzt keine Videos? Ich hab's 3000 Mal gesagt, man soll in solchen Fällen einfach bei mir auf Twitter gucken. Ich habe gesagt, ihr sollt euch Twitter besorgen. Und die Ausrede, meine Eltern erlauben es mir nicht, Twitter zu holen. Sie erlauben euch aber YouTube. Was eigentlich schlimmer ist als Twitter. Weil YouTube ist schon so eine andere Liga als Twitter. Bei mir ist Twitter nur zur Informationsgebung. Keine Ahnung, warum die euch Twitter nicht erlauben, aber YouTube, das ist mir ein Rätsel. Also da würde ich schon gerne mal so eine Begründung von irgendeinem Elternteil hören, weil zu sagen einfach, yo, das ist nichts für dich, das kann ich auch zu YouTube dann sagen, weil YouTube ist schon nochmal was anderes, finde ich. So, aber das soll auf jeden Fall nicht das Thema sein. Ich hatte eine irgendeine Infektion oder so. Auf jeden Fall ging es mir richtig, richtig scheiße. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Das soll man merken. Und ja, irgendwie war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag richtig krass. Ich habe kein Auge zubekommen. Es war ultimativ warm und alles. Also, dass ich da lebend rausgekommen bin, das wundere ich mich heute noch. So, und wie ihr eventuell schon merkt, ich die Minecraft-Season ist fertig. Fertig gerendert und geschnitten und alles. Und ja, jetzt wird so langsam das Finale eingeläutet. Oder war schon das Finale? Wer weiß, in der heutigen Episode findet ihr es heraus, wenn ihr die schaut. Und ja, da könnt ihr auch mal dann vorbeischauen. Weil das ist jetzt schon sehr spannend, weil es eben wirklich zum Ende zugeht. Und ja, worüber ich jetzt so reden wollte in der kurzen Zeit, so als Thema. Ich hatte ja vor einiger Zeit erzählt, so dass ich Animes schaue und habe auch erzählt, dass ich jetzt mit neuen anfange und hatte da Elfenlied genannt und da sind viele Leute drauf eingegangen. Auch welche, die nicht 18 sind. Ich hatte übrigens gesagt, dass wenn ihr 16 seid, dass ihr euch mal eventuell so die ersten Szenen anschauen könnt. Das muss ich zurücknehmen, da ich habe nachgeguckt, es war 18 und das schon jetzt, wo ich halt komplett gesehen habe, ist schon gerechtfertigt, weil es ist ein Splatter und ja, was kann denn splattern, was kann das denn bedeuten? Und ja, für alle, die den Film gesehen, also Film, ja, es ist halt relativ kurz, aber da werde ich auch noch zu kommen. All gesehen haben, ja, 18 ist schon, denke ich, ziemlich legitim, dass man da eine Altersbeschränkung für nimmt, für diesen Film. Und ja, da wollte ich heute ein bisschen drüber erzählen, weil ich habe den halt fertig geschaut, den Anime, und fange jetzt an mit Attack on Titan. Ich lehne mich mal ein bisschen zurück und so, das Knastern und so. Ich hatte jetzt, ja, Fullmetal Alchemist geschaut. Und das war eigentlich ziemlich nett. Oh, hat mir durchaus gefallen. War eigentlich alles schlüssig und so. Und ja, da dachte ich mir, komm, machst du mal den nächsten. Und dann fing halt Exxon an, mir so ein paar Animes zu nennen. Und darunter eben auch Elfenlied. Dieser Name, der hat überhaupt nichts eigentlich mit dem Anime zu tun, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt abschließend kann ich nur empfehlen, den zu schauen, für alle, die 18 sind natürlich, ist sehr, sehr schön. Es handelt sich dabei um Genres Splatter, Drama, Romanze und weiß ich was noch alles. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig viel auf einmal. Und ja, also, was mir jetzt im Vergleich, ich vergleiche jetzt einfach mal, ich schaue nebenbei noch Attack on Titan, danach kommt Death Note. Attack on Titan kennt man eventuell auch. Was mir sehr gefällt ist bei dem Anime Elfenlied, ich will jetzt einfach mal nicht spoilern, dass es relativ schnell zur Sache geht und nicht irgendwie Nebensachen erwähnt werden, die unnötig sind.
Weil das ist ein Aspekt, der regt mich manchmal auch bei Fernsehsendungen und so auf, dass viel zu viele unnötige Sachen erscheinen und das nicht einfach zum Punkt gekommen wird. Und das ist bei dem Anime halt nicht der Fall. Da geht's halt direkt die ganze Zeit weiter und so. Und ja, das gefällt mir halt ultra. Weshalb ich auch sagte, es ist ein guter Anime, sehr guter Anime. Und ja, auch das alles, das ist übelst schlüssig und so. Man kann ein bisschen mitdenken, das gefällt mir immer sehr gut. Und alles in einem, muss ich echt sagen, ist echt ein super gelungener Anime, kann man sich echt geben. Und ja, schreibt mal eure Meinung. Ich hatte jetzt zum Beispiel von einem gehört, der hatte geschrieben, oh, der Anime ist voll scheiße. Eventuell, weil das halt eine super Argumentation war, denke ich, dass der Kommentator halt noch nicht so alt ist. Ich finde, bei solchen Sachen, auch bei Dramen, ist es halt ein Drama. Ist es wichtig, eine gewisse Reife zu haben, weshalb es auch sowieso nichts bringt, den Film zu gucken, wenn man jünger ist, weil man dann alles nicht versteht und so. Und quasi hinter dem All nicht wirklich durchblickt. Und zu sagen, der ist scheiße, das ist falsch. Also scheiße ist er nicht. Also der war schon... da waren andere Filme und Animes und Serien viel schlechter. Ich hatte zum Beispiel von Avatar mal erzählt, glaube ich. Der war... hat meine Kindheit geprägt. Und wenn ich jetzt so überlege, war das nicht so toll. War Avatar nicht so ein toller Anime. Wenn ich jetzt mal so überdenke. Und jetzt hatte ich halt angefangen, Attack on Titan zu gucken. Was mir bei Attack on Titan halt sehr gefällt, ist, dass man in das Feeling reinkommt, in der Situation, in der alle sind. Kurz zu erklären, es geht um riesige Menschenarten, Wesen, die die Menschheit halt kurz vorm Auslöschen sind. Es gibt halt nur noch eben so eine Stadt, die verteidigt sich mit den Leuten und so. Und da gibt es halt eben so Trupps, so ein Militär, das sich darum kümmert, dass die Titans halt höchstmöglich zurückgehalten werden. Und dann werden halt Leute vorgestellt, die mit dem Hauptcharakter halt interagieren. Und dann kommt halt so eine Szene, da greift ein Titan an, oder halt mehrere Titans, die greifen immer so in so Wellen an. Und auf einmal, bam, ist einer von denen tot, bam, der nächste, halt dieses Feeling... so richtig mittendrin zu sein und so denken, what the fuck geht hier gerade ab? Und das wird halt den Charakteren auch teilweise, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt von dem Anime, zu sagen, hier die Angst und so dieses Mitgeschehen, das alles überhaupt mal zu sehen und so und wirklich dabei zu sein, ist ein anderes Feeling. Das kommt super rüber. Das kommt einfach nur super rüber. Das gefällt mir richtig gut. Und weshalb ich auch sage, der ist nicht schlecht. Wobei was noch nicht so ganz vollständig ist. Da fehlt noch ein paar Sachen. Ich gucke den auf Englisch, ist aber alles so zu verstehen. Muss halt einfach mal gucken, dass ich da irgendwie hinterkomme. Wer weiß. So. Dann machen wir jetzt hier mal so einen normalen Baum. Und übrigens, ich hoffe, dass am Montag, also morgen, dann wieder Mythos und so dabei sind, weil ich würde halt schon gerne mal langsam ins Ende. Schauen wir einfach mal, ob das denn funktioniert oder ob wieder keiner da ist. So. Und ja. Also Attack on Titan ist auch ganz nett. Für alle, die es eventuell auch können, könnt ihr auch mal eure Meinung. Hat euch der Anime denn auch gefallen und so? Und das, was ich dann als nächstes dann nach Attack on Titan schauen möchte, wäre Death Note. Der soll auch richtig gut sein. Das wäre dann quasi der nächste in der Reihe. So, aber ich weiß ja nicht, wie lange es noch dauert. Was mir auch gefällt, ist, dass Elfenlied ein relativ kurzer Anime ist. Der dauert ja nur 13 Folgen, was ja 4 Stunden sind. Das heißt, wenn man mal eben einen Nachmittag Zeit hat, dann zieht man sich den eben einfach so rein. Und da wird eben alles trotzdem klar und es wird halt alles Unnötige wird ausgelassen, was überhaupt nicht irgendwie mit der Story zu tun hat. Das ist sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. So. Wobei ich sage, wäre es kein Splatter,
dann würde es eigentlich sogar gut sein, wenn es Jugendliche schauen würden, weil ich nehme an, dass viele Jugendliche sich mit diesem Anime identifizieren können. Was ich immer relativ gut finde, wenn man sich mit irgendwas identifizieren kann. So, weil diese Identifikationsphase, habe ich im Pädagogikunterricht gelernt, die ist ja dann in dem Alter immer so krass am Arbeiten. Und die und so ein Anime ist dann immer so ein bisschen, ja, passt so ein bisschen. So. Weshalb ich den eigentlich auch gar nicht so schlecht fand. Also ich fand den super. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich nur jedem empfehlen. So. Dann guck ich mal, dass ich hier so ein bisschen schönes Zeug drauf lege. So. Hier ist noch ein bisschen, mir zu kahl. Da muss ich mal ein bisschen kahl hier. Wer heißt Karl? So. Mach ich hier mal eben. So, hier ein bisschen rüber und dann hier lang. So, perfekt. Dann ist hier nämlich auch mal ein bisschen wieder was. So. Obwohl da noch ein bisschen an Ranken hin muss. Wir könnten mal eine Rankenfarm machen oder so. Das wäre auch mal praktisch. Das haben wir noch gar nicht. Oh, nächstes Projekt incoming. Rankenfarm. What's up? So. Perfekt. So. Dann haben wir das hier mal eben hoch und dann geht's weiter. Ich hatte übrigens zu den Sachen mit, wenn ich krank bin und so. Ich hatte auf die Frage, warum lädst du keine Videos hoch? Habe ich nicht geantwortet, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich keine Lust habe, 3000 Mal die gleiche Frage zu lesen und zu beantworten. Das ist, obwohl ich gesagt habe, hier, Leute, schaut Twitter, da steht immer alles. Und dann macht es einfach keiner. Und das ist halt schon ein bisschen nervig. Und dann fühlt man sich schon so ein bisschen verarscht. So. Und die Ausrede, ich darf nicht, ist nicht wirklich legitim. Also da kann man wirklich sagen, wenn man YouTube darf, dann darf man auch Twitter. Weil Twitter ist harmlos im Gegensatz zu YouTube, wenn ich überlege, was auf YouTube teilweise gibt. Das ist schon echt ein krasser Unterschied. So, hatten auch einige mal geschrieben, dass es sogar Eltern gibt, die kontrollieren, was die Kinder schauen. Das finde ich gar nicht schlecht. Und sehr gut, dass ich bei manchen dann wenigstens auf der Liste stehe, in denen jetzt immer die geguckt werden dürfen. Fühle ich mich ja richtig geehrt. So. Tue hier noch ein Laub drauf und dann passt das auch schon. Oh, perfekt. Ah, könnten hier oben noch ein bisschen Laub dran. Alter, voll das Jump'n'Run hier. So. Können hier oben noch so ein bisschen. Und da dann auch wieder ein bisschen Zeugs. So. Und hier auch. So. Hier ist schon wieder was gewachsen. Das können wir dann einfach abschneiden. Und hier rüber. Alter. Nein. Oh, doch. Oh, Beine runtergefallen. Hey, wo? Achso, darauf bin ich, lol. Also. Ist das auch alles erledigt. So, dann müssten wir eigentlich hier noch so einen kleinen Schritt machen, um das hier alles vollständig zu machen. Ich würde aber vorschlagen, wir holen mal eben was Knochenmehl und fangen hier an schon mal ein bisschen zu arbeiten, zu dem bisschen Gras, weil es gibt halt hier irgendwie kahle Stellen, die nicht irgendwie mit Gras zuwachsen, was ich seltsam finde. Und dann nutzen wir jetzt mal das Knochenmehl, um da so ein bisschen Zeugs reinzubringen. Da geht's zur Sortiermaschine. Ja. Und dann müssen wir in die Abteilung. Wie viel Eisen haben wir? Ah, genug, um eventuell eine Eisenrüstung zu machen, wenn alle dann da sind. So, Knochen. Und das machen wir einfach zu Knochenmehl. So. Da ist hier wieder für Items. Was kommt denn da jetzt schon wieder? Oh je. Und wieder viel zu viel Stein. Ist echt unglaublich. Warte, wie viel Stein haben wir denn jetzt hier wieder? Das muss ich jetzt echt mal nachprüfen. Ah, nicht so viel.
Hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie voll ist oder so. Weil wir hatten ja schon einiges. Aber ich glaube, keiner war bis jetzt auf dem Server hier in der Zeit. Das hätte man sagen können. In der Mine, in der Mine. Guten Tag. Ja. In der Perle? Habe ich. Sehr schön. So. Guten Tag. Da würde ich sagen, dass wir alle Stellen Gras ist erstmal abbauen, also wo wir noch nicht Gras benötigen, dass wir das da abbauen. Das Gras für andere Stellen nutzen, wo wir es eben jetzt brauchen. So. Ich bräuchte mal eine Behutsamkeitsschaufel, ne? Wäre mal nötig. So. So. Hier, hier. Bis hierhin. Hier auch noch. Hier können wir eigentlich auch schon. So, und hier kommt dann letztlich das Gras mal drüber. So. Alles klar, schön mit Blümchen, allem drum und dran. So. Alles klar. Nein, das sollte nicht weg. Ah! Mann. So, da haben wir es. Alles klar. So. Und dann jetzt hier einfach alles mit Gras voll. Wenn das nicht geht, dann müssen wir das nochmal eben neu machen. So. Überall, wo Gras hinkommen kann, kommt Gras hin. So. Hier kommt auch hin. Hier auch. Ich will keine kahle Stelle haben. So. Einmal. Hier noch einmal. Hier auch einmal. So. Sehr schön. Hier auch. So. Überwächst das das? Ich glaube nicht. Meine ich mich zu erinnern. Aber mein Gedächtnis ist ja sowieso nicht das Beste. So. Perfekt. Ja. Das sieht doch schon ziemlich nice aus. So, weiter geht's. Jetzt einmal hier rüber. Ah, hier haben wir ein paar Dirtstellen. So. Einmal. Und hier hinter auch noch. Na komm. So, sehr schön. Und das muss alles weg. Dass nämlich hier das Zeug auch hinkommen kann. Das muss auch weg, das sehe ich jetzt schon. Das muss weg und das muss weg. So, genauso wie das. Das bleibt. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Oh, sehr schön, sehr schön. So. Dann hier noch hin und dann passt das sowieso schon. Was wir noch machen könnten, wir holen uns eben noch ein wenig Fäden, dass wir Begrenzungen setzen können für Lianen und so und Zuckerrohr. Das ist ultra praktisch. Haben sowieso, glaube ich, genug Fäden für alles. So, können wir direkt auch wieder Zeugs einsortieren lassen hier, Knochenmehl. Haben wir überhaupt ein Knochenmehlfach? Ich weiß es gar nicht. So, Knochenmehl. Rein damit. So. Und dann gehen wir mal eben zu den Fäden. Die müssten hier hinten sein. Den Weg auf jeden Fall. Knochenmehl haben wir. Lol. Hätte ich vielleicht zuerst Knochenmehl nehmen sollen. Ja, wir hatten noch relativ viel. Naja, was soll's. So. Dann geht's hier wieder rein. Und wieder zu unserem Sinngartin. Dann haben wir nämlich jetzt auch wieder einiges geschafft. Ich mach mal wieder das Licht an. Oh, Alter. Es hat so geleckt, dass mein Schlag wirklich als Abbauen gezählt hat. Das ist natürlich mal krass. So. Hallo Spinne. Das heißt, hier ist nicht genug ausgeleuchtet. Platziere ich erstmal eine Fackel, solange da nicht genug ausgeleuchtet ist. Können wir noch alles machen. So, Fäden. Ich möchte das Zuckerrohr ungern sehr hoch wachsen lassen. So passt eigentlich schon von der Höhe her. So. Hier nochmal einmal drauf. Und hier lasse ich einen drauf. So.
Das kann auch meinetwegen so niedrig bleiben. Das war auch mal so. Den lassen wir hochwachsen. Nee. Den und den lassen wir 2 hochwachsen. Und die lassen wir so, wie sie sind. So. Perfekt. Und den lassen wir auch so, wie er ist. Zumindest den. Den lassen wir 2 hoch werden. So, perfekt. Dann haben wir nämlich so eine Höhenbegrenzung für das Zuckerrohr. Dann passt das alles. Da oben fehlt noch ein paar Lianen. Die könnten wir auch noch wiederholen. So. Hier, hier. Dann hier einfach hochklettern. Das geht ja relativ fix. So. Und Bams. Gut, dann war es das aber auch mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier mein kleines Comeback. Waren wir auf jeden Fall wieder relativ produktiv, muss ich sagen. Da fehlt wieder ein Lianenstück hier. So. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderschönen Tag, Abend oder sonst irgendwie. Und sage tschö, bis dann und man sieht sich.